Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Keroska Gaming. Ich bin der Greg. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Samstag und diese Attraktion habe ich heute für euch. Ja, die heutige Attraktion hört auf den Namen Cliffhanger. Erstellt ist das Ganze von Dwan Orca und hochgeladen schon am 6. April im Steam Workshop. Ich habe aber die Bilder gesehen und fand die Bahn ganz interessant und habe gedacht, komm, die stellst du heute einfach mal vor. Ja, wir gucken mal hier so. Das ganze Theming hier ist, ja, alpin, würde ich mal sagen. Alpiner Bereich. Richtig schön gemacht hier mit den Wasserfällen, die wir hier auf der Rückseite haben. Von der Streckenführung scheint die Bahn sehr, sehr interessant zu sein. Oh, ich habe den Eingang gefunden. Also wissen wir, wo wir gleich lang gehen müssen. Also wenn man hier solche Elemente sieht, das sieht schon richtig schön aus. Ich frage mich nur gerade, ob ich hier durch den Wasserfall fahre, tatsächlich. Vielleicht geht der aber auch aus, wenn ich da bin. Das weiß ich natürlich nicht. Das werden wir dann austesten, aber wirklich richtig nice gemacht hier. Gefällt mir außerordentlich gut. Auch hier diese Elemente schön integriert. Felsen gut verbaut. Ja, insgesamt macht das doch schon mal einen sehr schönen Eindruck. Hier auch der Zaun. Sehr nett. Also macht Spaß auf mehr. Das wird dann der Ausgang sein, wenn wir auf der anderen Seite den Eingang gesehen haben. Wir fliegen mal etwas höher und gucken uns ein bisschen die Attraktion von oben an, weil hier ist die Streckenführung auch sehr, sehr interessant. Ah, hier steht ein Wagen schon. Ja, das sieht doch schön aus. Können wir auch mal hier hochgehen. Mal einen Blick von hier oben, von der Treppe quasi nach unten. Sieht sehr, sehr interessant aus. Auch hier, wenn man das mal so guckt, ob das dann smooth zu fahren ist oder doch hart, das wird man dann gleich sehen. Ich finde es ganz cool hier, auch mit solchen Elementen dann. Hebt sich doch ein bisschen so von den Standard-Coastern ab. Also, warum nicht? Sehr nett, sehr, sehr nett. Okay. Upp, wir fliegen nach unten und wir gehen noch einmal um die Attraktion rum. Das mache ich aber so, dass ihr ein bisschen noch was davon sehen könnt. Wir haben einen monatlichen Profit von minus 92,34 Dollar oder was auch immer jetzt gerade da stand gemacht. Hier, Achtung, von oben können Steine kommen, wobei sehr geil wäre, dass wir das als Schild, ein Achterbahnzug wäre. Achtung, Achterbahnzug von oben. Und dann ist das hier der Eingang und wir gucken mal, ob wir den Start der Bahn finden. Oh, hier kommt irgendwo Wasser durch. Ja, wir haben natürlich hier mehr bezahlt und dürfen dadurch auch schneller in die Attraktion gelangen. Und ah, jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder aufs Gleiche und jetzt hier geht's hier hoch und dann sind wir da. Genau, super. Station von innen sehr schön. Einfach gehalten, gefällt mir gut. Manchmal sieht das Geschnörkel natürlich auch schön aus, aber das passt, glaube ich, ganz gut hier insgesamt zu dem Coaster. Und dann wollen wir doch mal Platz nehmen. In Rot, in Gelb, in Blau gehalten. Und wollen wir mal schauen, ob diese Fahrt uns begeistern kann. So, hier der junge Mann mit Schnurrbart und immer noch relativ schlechter Frisur. Dann bin ich jetzt mal extrem gespannt, wie diese Fahrt ist. Auch schön hier mit dem Holz. Ja, jetzt kommt hier dieses Element. Ja, kann man machen, da ist man ja noch nicht so schnell. Okay, und der Wasserfall bleibt tatsächlich an. Also, dann sind wir gut nass.
Also eine Sommerbahn, im Winter bitte nicht zu fahren. Kommen wir als Eisklotz an. Ja, die macht Spaß. Auf jeden Fall. Also, richtig schön. Gefällt mir gut die Fahrt. Auch wenn es hier zurzeit gerade extrem ruckelt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wir steigen einmal aus, gehen durch den Ausgang hinunter und gucken uns jetzt die ganze Geschichte auch mal an, wenn es Nacht wird. Schön beleuchtet. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir außerordentlich gut. Wobei ich jetzt schon wieder Angst habe, dass die Station definitiv zu wenig beleuchtet ist. Aber das sieht wirklich richtig, richtig nett aus. Schön. Gefällt mir. Kommt sehr gut zur Geltung hier. Da hat man es nochmal gesehen, also der Wasserfall schaltet sich nicht aus, wenn die Achterbahn da durchfährt. Das wäre noch so eine kleine Idee, weil ich denke, darauf hat keiner Bock, so richtig nass zu werden. So, wir gehen durch den Ausgang. Und hallo. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von außen. Station, wirklich gut beleuchtet. Absolut okay. Wir stoppen einmal die Bahn, sonst sitze ich irgendwo wieder. Und wir testen erneut. Kurzen Blick eben schon auf die Werte erhascht. Die zeige ich euch gleich nochmal. Die sind nämlich, glaube ich, ganz gut bei der Bahn. So, erster Lift Hill liegt erstmal im Dunkeln. Dann wird's hell. Auf dieser kleinen Brücke. Und das Element ist echt cool. Und das nächste Element ist extrem nass. Aber warum nicht, ne? Kann man auch so machen. Muss man nur vorher natürlich schreiben. Ich habe das gar nicht gelesen. In dieser Attraktion können sie nass werden. Und so ein überdimensionaler Föhn fehlt dann, wo ich für einen Euro mich reinstellen kann. Und mich etwas trocknen lassen kann. Ja, wirklich tolle Bahn, die wirklich überzeugt. Ist ja auch nicht immer unbedingt der Fall. Sieht auf den Bildern ganz gut aus, aber dann ist die Fahrt nicht so schön oder die Fahrt ist perfekt. Und ja, das Drumherum passt nicht. Hier passt eigentlich wirklich alles. Gut, solche Sachen wie mit dem Wasserfall, da kann man dann gucken, ob das wirklich sein muss, ob der nicht ausgehen kann. Die Werte. Spaß 7,02, Nervenkitzel 4,93 und die Übelkeitsrate liegt hier bei 1,69. Und wenn wir das Ganze nochmal uns kurz im Ergebnis angucken, haben wir eine ganz kurze Streckenlänge, die einem wesentlich länger vorkommt, von nur 684 Metern, nur in Anführungsstrichen. Maximale Geschwindigkeit von 84 km/h, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 km/h. Wir haben 8 mal Airtime. Ja gut, das sind diese Camelbacks gerade am Ende. Und die Airtime-Dauer gesamt ist bei 3,8 Sekunden. Das ist schon mal ganz enorm. Ja, also, wunderbare Sache. Ich mache nochmal eben hell hier. So, können wir noch schnell durchs Tor. Jetzt bin ich verkehrt gefahren. Ne, jetzt ist das Tor auch zu. Wir gehen durch den Ausgang. Und gucken noch einmal hier von etwas weiter der Bahn zu. Das war Cliffhanger von Dawn Orca. Den Link zu der Bahn aus dem Steam Workshop, wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen oben lassen. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, könnt ihr ein Abo dalassen. Ansonsten hören und... Nee, wir hören. Sehen nicht, nein.
Wir hören uns morgen wieder um 13 Uhr zum Livestream aus dem Nachbau des Movieparks. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Macht das Beste raus. Bis dann und tschüss.